Was erlaubst du dir eigentlich? Ich bin ihre Mutter. Wenn du ihr sagst, was du damals getan hast, das würde sie dir nie verzeihen. Nie. Hey, ich hab dir einen Tee gemacht. Alles okay? Geht's dir besser? Oh, sorry. Ich wollte nur mal sagen, tut mir voll leid wegen gestern. Ich wollte nicht, dass du dir so Sorgen machst. Und ja, ich war nur so sauer auf Mom und auf dich. Aber alles gut. Trotzdem war es mega dumm und ja, wir sollten das echt nicht nochmal machen. Die Hauptsache ist, dass nichts Schlimmes passiert ist und aus Fehlern lernt man einfach. Die sind da, um gemacht zu werden. Außerdem hast du deine Strafe eh schon gekriegt, weil du die halbe Nacht über der Kloschüssel gehangen hast und gekotzt hast. Und das war echt ekelhaft. Ab und dann. Oh, nee, hast du einen Eimer? Oh, nee, nicht schon. Geht's dir besser als ihr? Du warst auch die ganze Nacht wach mit uns. Ich musste mich nicht übergeben, damit alles fresh. Und bei dir? Ja, Schlaf ist überbewertet. Irgendwie geht's. Hauptsache Lisa geht's besser und dann ist auch okay. Schlaf ist nur überbewertet, wenn man so jung ist wie ihr. Irgendwann bist du für jede Minute dankbar. Lisa, alles okay? Darf ich Ihnen dann gerne? Ja, Lebensretter. Oh, ich hatte noch keinen Kaffee und es klingelt schon. Was ist das denn für ein Tag? Ja, Yvonne. Wo ist Lisa? Warum geht sie nicht an ihr Telefon? Ich möchte jetzt sofort zu. Yvonne, bleib bitte draußen. Lisa braucht gerade keinen Anschiss. Komm bitte einfach später wieder. Es ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, okay? Was erlaubst du dir eigentlich? Ich bin ihre Mutter. Und das ist auch gut so, denn du hast extrem schlechten Einfluss auf sie. Schon immer. Lass mich Lisa braucht das jetzt wirklich nicht. Yvonne, es reicht jetzt wirklich. Das ist meine Lisa. Wo bist du? Nee. Dasha. Absolut nicht. Dasha. Wirklich nicht. Nee. Ist okay. Das ist das Letzte, was jetzt braucht. Jetzt ernsthaft, das Letzte. Sag mal, Leute, habt ihr meine Mom ausgesperrt? Ist jetzt nicht euer Ernst. Naja, also sie schreibt mir die ganze Zeit Nachrichten und ruft mich an. Ich kann das doch nicht machen. Ja, mach mal das bitte jetzt nicht. Endlich, mein Schatz. Hallo. Du siehst ja total fertig aus. Ich wusste, dass Mike einen schlechten Einfluss auf dich hat. Komm, am besten nehme ich dich direkt mit. Nee, ich war doch nur ein bisschen feiern gestern und Mike hat damit gar nichts zu tun. Ein bisschen feiern, dass man am nächsten Tag deine Fahne noch kilometerweit riecht? Seit wann ist das, seitdem du hier in Köln bist? Warst du nie jung? Sie ist 19 Jahre alt, wir studieren hier, natürlich gehen wir auch mal feiern. Stopp, Dasha. Nee. Dasha, stopp. Lisa, das ist doch nicht dein Leben hier, das weißt du doch auch. Wir fahren nach Hause. Und in Heidelberg kannst du genauso studieren. Nein. Nein, ich sehe das komplett anders. Du passt perfekt nach Köln. Du gehörst hierhin. Du bist perfekt für diese Stadt. Du bist jung, du bist offen, du hast Bock auf Köln. Du passt perfekt hierher. Da, du kannst es ja auch wunderbar einschätzen, Maike. Du kennst sie so gut, ne? Yvonne, ich glaube, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, dass wir dieses Gespräch weiterführen, oder? Und ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Ja, vielleicht sollte ich noch mal drüber nachdenken. Wir können ja noch mal reden. Okay, dann denk noch mal drüber nach. Und Maike, wir sprechen auch noch mal. Lisa, was machst du denn da? Du hast dich doch so auf dein Studium hier in Köln gefreut. Was soll das? Meine Mama hatte recht. Ich gehöre einfach nicht hin. Und du hast mir auch die letzte Tage gezeigt, dass du mich auch nicht haben willst. Das ist doch Blödsinn. Ich war ein bisschen überfordert, dass du nach so vielen Jahren auf einmal bei mir vor der Tür standest. Aber ich freue mich, dass du da bist. Ich hab dich doch lieb. Ich hatte doch eh noch Probleme. Ich gehe mal zurück aufs Kaff. Studiere in Heidelberg. Ja. Danke auf jeden Fall für alles. Warte mal, ganz kurz. Nee, stopp. Warum? Wegen der Situation eben? Was hat deine Mutter denn bitte für eine Macht über dich, dass du sofort springst, wenn sie irgendwas sagt? Das hat doch nichts mit meiner Mom zu tun. Ich will das ja selber. Willst du mich verarschen? Du willst es selber? Du willst im Kaff alt werden und in Heidelberg schon? Ja genau, mit deiner Helikoptermama. Nee, das ist total schwach von dir. Wir sind zusammen hergekommen und dass du mich jetzt hier allein lässt, ist auch total arschig von dir. Dasha,
Es tut mir noch leid, aber schau mal. Ich will nicht, dass meine Mom sauer auf mich ist und ich will natürlich auch, dass du glücklich bist. Was soll ich denn machen? Lisa, es geht weder um Dasha noch um deine Mutter. Es geht um dich. Es geht darum, was du willst. Das ist dein Leben und du musst selber entscheiden, was du mit deinem Leben anstellst. Ja, ich will ja eigentlich schon hier in Köln bleiben und studieren hier. Dann musst du das machen. Es geht darum, dass du glücklich bist und das muss Yvonne akzeptieren. Und wenn du möchtest, kann ich gerne nochmal mit ihr sprechen. Nee, das muss schon ich machen. Aber es wäre echt voll lieb, wenn ihr irgendwie bei mir sein könntet. Also, wenn du Zeit hast. Klar. Also bleibst du. Du bleibst. Du bleibst. Hey, Yvonne, komm rein. Yvonne, pass auf. Lisa, deine Mutter ist da! Yvonne, ich, Maike, ich komm nicht zu dir. Ich komm zu Lisa. Hey, Lisa. Hey. Wo sind denn deine Sachen? Mom, es tut mir leid. Ich komm nicht mit. Ich bleib hier bei Maike. Bitte was? Ich hab's mir gut überlegt. Ich will hier studieren in Köln. Das ist doch auf deinen Mist gewachsen. Sag mal, raffst du es nicht? Sie macht das erste Mal eine eigene Entscheidung und sie studiert jetzt in Köln. Du hast sie jahrelang manipuliert. Lass sie jetzt. Was? Ich soll einfach das lassen? Das geht's noch? Lisa, wie stellst du dir das denn vor? Soll ich das hier finanzieren? Ja, so, wir schaffen das auch ohne dich. Meine Eltern zahlen mir auch keinen Cent. Dann arbeiten wir halt oder so. Lisa, ganz ehrlich, willst du das hier wirklich? Hier? Fernab von zu Hause und mit diesen Leuten? Okay, wenn du das so willst, dann würde ich gerne noch mit Maike alleine sprechen. So, bist du jetzt zufrieden? Hast du erreicht, was du willst? Ja? Hast du den Keil zwischen uns getrieben? War das dein Ziel? Du verstehst es nicht, oder? Dir will niemand etwas wegnehmen. Lisa ist erwachsen, sie möchte eigene Entscheidungen treffen, sie möchte eigene Fehler machen und daraus lernen. So läuft das Leben nun mal. Soll sie dieselben Fehler machen wie du? Wie du damals? Und sich vom Nächstbesten schwängern lassen? Ja? Ist das deine Vorstellung von Lisas Leben? Ha! Und wag es nicht, ihr die Wahrheit zu sagen. Wir haben damals mit der kompletten Familie beschlossen, dass wir ihr nicht sagen. Und das wird auch so bleiben. Wenn du ihr die Wahrheit sagst, wird sie daran zerbrechen. Und das macht auch das komplette Verhältnis kaputt. Nicht nur meins, auch deins. Wenn sie erfährt, was du gemacht hast, das wird sie dir nicht verzeihen. Ich warte jetzt noch auf Lisa, um mich zu verabschieden. Und sollte ihr etwas zustoßen, dann mache ich dich dafür verantwortlich. Lisa, du bist doch alt genug, jetzt endlich mal alleine studieren zu können. Du musst nicht die ganze Zeit alles vorschreiben lassen. Ich weiß einfach nicht, ob das Richtige ist. Meine Mama hat nur mich. Und weiß ja, wie sehr sie an mir hängt. Und nur weil sie an dir hängt, kannst du nicht dein ganzes Leben von Yvonne vorschreiben lassen. Das geht doch nicht, das kannst du nicht machen. Okay, Lisa, der erste Tag, als wir hergekommen sind, wie sehr haben wir uns gefreut, als wir wirklich endlich hier waren, in Köln, zu zweit. Ich meine, Yvonne und Maike, diese die verlierst du ja nicht. Und Yvonne kannst du auch besuchen gehen oder sie kommt her und besucht dich. Es ist nicht so, als wäre sie weg. Und okay, Yvonne und Maike, okay, aber du hast mich. Und ich war immer da und ich werde auch immer da sein. Und ich meine, nach der ganzen Scheiße, die wir durchgemacht haben, wir sind Familie. Ich bin immer für dich da, okay? Ja. Ja? Ja. Du bist echt die beste Freundin, wie man sich vorstellen kann. Ja, ich weiß. Das schon. Oh ja. Aber, ja. Wir haben noch so viel vor, okay? Also Lisa,
Jan. Und du bist? Und Dasha, meine beste Freundin. Hallo. Hallo. Wollt ihr was trinken? Ja, vielleicht eine Weinschorle? Weinschorle? Eine Weinschorle? Es ist nicht U50. Drei Mai Tais, drei Tequila, weißt du? Nee. Seit gestern. Ich sollte erstmal eine kleine Pause machen und Weinschorle finde ich ganz gut. Okay. Dann Weinschorle. Komm sofort. Ich nehme auch eine. Ausnahmsweise. Es trifft sich aber ganz gut, dass du jetzt da bist. Weil wir müssen noch mal quatschen wegen der Schichtpläne. Diego und Chico sind jetzt in Vegas. Samantha arbeitet nicht mehr hier. Und ich schaffe das tatsächlich nicht, das alles hier die ganze Zeit alleine zu wuppen. Deswegen wäre es ganz cool, wenn du häufiger mal wieder hier auftauchen würdest. Ginge das irgendwie? Wäre das vereinbar? Mit, Michael? Wäre das vereinbar, dass du mal wieder häufiger hier auftauchst? Schichtpläne? Können wir da später oder wann anders drüber reden? Ja, können wir machen, aber ich würde das gerne zeitnah klären, weil ich auch mal gerne wieder frei hätte und mein Leben genießen würde, so wie du. Als ob ich ja nichts mache. Also ich serviere dir gerade eine Weinschorle. Das ja stimmt. Nicht, ich würde sagen, ich habe alles richtig gemacht, oder? Dankeschön. So, Mädels. Dreimal Weinschorle. Dankeschön. Upsala, zack, 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 zack. Nichts verschütten von dem guten Zeug. Samantha, grüß dich. Ich hol dir eine Weinschorle, komm zu uns. Eine Weinschorle, bitte. Oh, na klar. Sorry, auf die Abendwünsche später. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Kein Wunder, dass keine Gäste kommen. Okay, Baby, wollen wir vielleicht los? Ich meine Karaoke. Hast du nicht gesagt, ich soll das machen, worauf ich Bock habe? Und das ist genau das, was ich hätte. Komm, ja, okay, komm, dann aber nicht die 90er Scheiße. Ich gebe mir was zu trinken. Dann suchen wir was anderes. Ich mag deinen Federn. Mein Federn? Hast eine Taube beklaut. Ah. Danke. Als ob du es gerochen hättest. Ich kriege hier einiges. Sag mal, wie geht's eigentlich mit der Entscheidung, Lisa jetzt doch nicht wieder weggeschickt zu haben? Gut. Sehr gut sogar. Das war die richtige Entscheidung. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Tochter. Also für Lisa. Willst du eigentlich immer nur die Wahrheit sagen? Nee. Es ist alles gut, so wie es ist. Und das alles andere würde nur Chaos in ihr Leben bringen. Puh, ja, ich hoffe, dass das kein Fehler ist. Ach, das wird schon. Ich meine, sie ist so glücklich. Und es wäre jetzt auch nicht fair von mir, wenn ich ihr komplettes Leben zerstören würde, nur weil ich meine eigenen Gefühle nicht unter Kontrolle habe. In erster Linie bin ich die Erwachsene von uns beiden und muss auch dementsprechend handeln. Und das Wichtigste ist, dass es Lisa gut geht. Ja, darum geht's gerade. Verstehe ich. Ich hoffe nur, dass es auch dauert. Komm mit. Und okay. Nochmal vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich heute so unterstützt hast. Jetzt wird Köln einfach nur noch geil, ne? Komm. Es fühlt sich gerade einfach alles so richtig an mit Lisa. Ich bin wirklich froh, sie hier zu haben. Sie darf nur niemals erfahren, dass ich ihre Mutter bin. Willst du denn nie so heiraten, Kinder und so? Also ich wette, du hast eine Hammermutter. Maike? Ja? Warst du noch mal dein Sternzeichen Stier? Ja. Du lernst heute deinen Traummann oder Traumfrau kennen. Kann ich dir weiterhelfen? Das ist es dann. Meinst du nicht, dass wir mal miteinander reden sollten? Mann, ey, was willst du eigentlich noch von mir? Meine Eier abschneiden? Ich geb dir doch schon alles und es ist nie genug!